herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Birgit von Kreativstempel und zeige euch in meinen kreativen Tutorials, wie ihr schöne Goodies und Glückwunschkarten mit den Produkten von Stampin' Up! Ganz einfach werkeln könnt. Heute werde ich euch zeigen in meinem Video, wie ihr Schleifen ganz einfach für eure Projekte herstellen könnt. Und zwar bin ich von euch immer wieder gefragt worden, Mensch Birgit, wie machst denn du diese tollen, schönen, kleinen Schleifchen auf deinen Projekten? Ich krieg das nicht hin, ich kann das einfach nicht. Und bitte, 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 mach uns doch mal ein extra Video. Na klar, mache ich sehr gerne. Es gibt ja diese Schleifen, Hilfen, sage ich jetzt mal. Ich habe auch irgendwo eine, nur mit der komme ich auch nicht klar. Die sind irgendwie auf so einem Fuß und dann haben die drei so Stäbe und dann kann man da die Schleife drum binden. Es gibt auch Videotutorials mit einer Gabel, aber damit komme ich auch nicht klar. Also ganz ehrlich, das ist für mich auch nichts und deswegen habe ich wirklich mir da so eine eigene Technik zugelegt und die möchte ich euch gerne zeigen. Genau genommen zeige ich euch heute drei Beispiele. Das sind so meine Schleifchen, wie die aussehen. Ich zeige es euch mal kurz auf einem Projekt. Hier zum Beispiel auf dieser, das ist noch von Ostern, auf dieser Gutschein oder Gutscheinkarte oder Geschenkkarte habe ich hier ein kleines Schleifchen drauf gemacht und hier bei diesem süßen Goodie habe ich das Schleifchen hier oben mit einer Kordel. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die möchte ich euch dann nachher auch zeigen, und zwar wie ihr das so machen könnt auf einer Karte. Also diese Möglichkeiten möchte ich euch jetzt zeigen und wir beginnen mal hier mit dieser ganz einfachen Technik, wie ihr aus einem Stück Schleifenband euch so eine Schleife bindet. Und zwar geht es folgendermaßen. Ich lasse mein Schleifenband immer auf der Rolle. Ich schneide es nicht vorher ab, sondern ich lasse die Rolle so rechts von mir liegen und habe links den Anfang. Dann nehme ich mir hier so ein Stückchen Schleifenband, ich sage mal vielleicht so 15 cm, nehme mir das so in die Hand, der Daumen und der Zeigefinger sind frei und jetzt halte ich das Band hier zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Zwischen den beiden Daumen und Zeigefinger ist hier so ein Stückchen Band. Je nachdem, wie groß eure Schleife werden soll, desto größer oder kleiner ist das. Und auch je größer oder kleiner eure Schleife werden soll, desto länger oder kürzer ist hier dieses Stück, was auf der linken Seite nebendran hängt. Also, zwischen beide Daumen und Zeigefinger nehmt ihr euch euer Schleifenband. Jetzt nehmt ihr hier hinten die Mittelfinger. Ihr zeigt euch also selbst einen Stinkefinger im Grunde genommen. Nehmt jetzt hier diese beiden Mittelfinger von hinten und drückt jetzt dieses Band hier in der Mitte. Ihr haltet immer noch das Band zwischen Daumen und Zeigefinger fest und drückt jetzt hier mit dem Mittelfinger das Band nach unten. So. Und dann habt ihr quasi das Band zwischen Mittelfinger und Daumen und hier oben in dieser Schlaufe steckt euer Zeigefinger. Jetzt zieht ihr hier oben die Zeigefinger raus und habt jetzt hier zwischen Daumen und Mittelfinger diese zwei Schlaufen. Und die legt ihr euch jetzt so über Kreuz übereinander. So. Jetzt habt ihr hier eine Schlaufe und hier eine Schlaufe und jetzt entsteht hier unten eine dritte Schlaufe. Jetzt nehmt ihr hier oben die rechte Schlaufe und führt sie durch die untere Schlaufe durch, haltet hier oben die andere Schlaufe fest, zieht die hier unten durch und schon entsteht erstmal hier diese komische Schleife. Das macht aber nichts, weil die könnt ihr euch jetzt ganz einfach zurechtzupfen. Ihr zieht also hier, wenn hier das Schleifenband links die Schlaufe zu groß ist, einfach hier die Schleife runter, haltet immer schön zwischen Zeigefinger und Daumen euren Knoten fest. Dann könnt ihr euch das hier einfach festziehen, könnt euch hier die Schleife zurechtruckeln und könnt auch hier nochmal ziehen und richten. Und wenn dann eure Schleife passt von der Größe her und vom Aussehen her, also ihr könnt euch das hier alles zurechtzupfen und ziehen in alle Richtungen, ihr habt ja noch nichts abgeschnitten, ist ja noch nichts passiert und schon ist eure Schleife fertig. Und dann könnt ihr sie, wenn sie passt, einfach hier abschneiden. Ich mache das ganz gerne immer ein bisschen schräg. Und dann habe ich kein Schleifenband verschenkt und kann jetzt hier immer noch meine Schleife richten.
So. Dann kann ich mir hier unten, wenn mir das noch zu lang ist, das einfach ein bisschen einkürzen. Dann lege ich mir auch immer gerne die Schleife nochmal hin und biege mir das hier so zurecht, bis sie schön ist. Ziehe dann immer wieder fest zwischendurch und dann, ihr könnt auch hier unten diese Schleifen immer noch drehen. Das ist ja hier beweglich. Und dann könnt ihr euch das noch einkürzen. Und dann ist eure Schleife im Grunde genommen fertig. Ihr seht, die werden auch unterschiedlich. Manchmal werden sie richtig schön, manchmal eben nicht so schön. Aber ja, so ist das. Und dann befestige ich meine Schleifen immer mit einem kleinen Stückchen doppelseitigen Abreißklebeband. Macht den hier hinten auf den Knoten einfach so ein Stückchen drauf. Und dann könnt ihr eure Schleife wunderbar auf eurem Projekt hier befestigen. Ja, und das ist der ganze Zauber von dem Schleifenbinden. Das ist die erste Möglichkeit. Wenn ihr damit nicht klarkommt, dann könnt ihr auch Folgendes machen. Hier in diesem Beispiel habe ich mein Schleifenband einfach hier über die Karte geklebt und habe vorher in mein Schleifenband eine Schleife gebunden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier mal eine Karte vorbereitet und zwar mit unseren neuen In-Color-Farben, dem schönen Stempelset konturiert und koloriert und habe hier einen Aufleger aus dem Kartenset Erinnerungen und mehr von Hand gemalt. Da habe ich mir einfach hier so einen Aufleger genommen, habe mir eine Grundkarte in Celadon zugeschnitten, einfach ein paar Etiketten ausgestanzt, gestempelt. Dann klebe ich mir hier erstmal einfach diesen Aufleger auf. Es soll ja jetzt einfach nur schnell gehen, um euch kurz zu zeigen, wie ich das mit dieser Schleife gemacht habe. Die lege ich euch nochmal hier oben rein, damit ihr das seht. Klebe mir dann hier links bündig meinen Aufleger auf. Und jetzt kommt es hier zu diesem Schleifenband. Und zwar nehme ich mir jetzt hier mal die Farbe Celadon. Lodengrün, Entschuldigung. Und ich möchte, dass die hier so um meine Karte kommt. Und dass hier eine Schleife ist, genau neben dem Etikett. Da mache ich Folgendes. Ich messe mir jetzt hier so ein Stückchen Schleifenband ab und gucke jetzt, wo will ungefähr meine Schleife hin. Das muss ja nach hinten noch umgeklappt werden. Die Schleife soll also hier hin. Ich lasse wieder mein Schleifenband noch auf meiner Rolle. Und jetzt nehme ich einfach hier das Band. Mach meine Schleife ganz genauso wie vorhin, zwischen Daumen und Zeigefinger. Mittelfinger drückt hier runter. Ich schlupfe mit dem Zeigefinger aus meinen Schlaufen. Ich lege mir die Schlaufen hier übereinander. Oben die rechte Schlaufe durch die untere entstandene Schlaufe durchziehen. Den Knoten schön festhalten. Die andere Schlaufe links auch festhalten. Und dann festziehen. Und dann mache ich mir hier ein kleines Schleifchen. Wenn mir das dann gefällt, dann lege ich mir das hier auf meine Karte und dann habe ich hier meine Schleife. Kontrolliere vorher noch, wie groß ist denn mein Etikett, wo muss denn meine Schleife hin? Okay, ungefähr hier. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach ein Stückchen doppelseitiges Klebeband hier hinter den Knoten. Na, dann fixiere ich mir da an dieser Stelle, wo meine Schleife hin soll, erstmal die Schleife. So, ungefähr mittig. Kontrolliere das jetzt nochmal, dass das hier auch daneben passt. Wunderbar. Dann ist es hier schon mal fixiert und kann nicht mehr wegrutschen. Jetzt nehme ich mir meinen Kleberoller und mache mir hier auf der Höhe, wo mein Schleifenband hinkommt, einfach ein Stückchen von meinem Kleberoller Kleber drauf. Das sieht man ja nachher nicht mehr, weil hier kommt gleich mein Etikett drüber. So. Dann ist hier mein Schleifenband befestigt. Dasselbe mache ich jetzt hier drüben auch, dass das hier ein bisschen bei mir rutscht, bei diesem Kleberoller immer hier das von der Rolle runter.
So, Vorführeffekt. Na, jetzt funktioniert es nicht. Muss ich mal kurz rausnehmen. Da seht ihr auch gleich mal, was man machen kann, wenn hier diese Kleberolle verrutscht. Die hat sich nämlich jetzt hier verfangen. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich das hier mal aufrollen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das hat sich jetzt hier erledigt mit meinem Kleberoller. Also gut, dann nehmen wir Abreißklebeband. Auch kein Problem. Dann nehme ich mir hier ein Stückchen Abreißklebeband. Hier dahin, wo die Schleife hin soll. Geht ganz genauso. Und fixiere mir jetzt hier mein Schleifenband in dieser Höhe. Und dann kann ich mir das hier um die Karte rumwickeln. Hier hinten kommt dann noch ein Aufleger rein. Das heißt, ich mache mir jetzt hier auf der Höhe mein doppelseitiges Klebeband drauf. Das klebe ich dann nachher eben noch mit einem Aufleger an meiner Karte. Ihr könntet das auch hier habe ich es unter dem, unter dem Aufleger gemacht. Also wenn ihr euch jetzt hier vorstellt, das wäre jetzt hier mein Kartenaufleger, da könnt ihr das ganz genauso machen. So. Und dann habt ihr hier euer Schleifenband. Das sollte man natürlich gerade aufkleben, nicht so schief wie ich. So. Dann könnt ihr eure Schleife noch ein bisschen richten. Dann nehmt ihr euer Etikett. Macht euch einfach ein paar Dimensionals auf die Rückseite. Und schon habt ihr eine schöne Schleife auf eurer Karte. So. Das ist die zweite Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Ich habe noch eine dritte. Dafür habe ich jetzt kein Beispiel, aber ich zeige sie euch. Folgendermaßen, wir machen hier mal noch einen Aufleger drauf. Dann kann ich euch das nämlich einfacher zeigen. Und zwar mache ich hier mal in, welche Farbe nehmen wir denn mal? Ich möchte hier arbeiten mit, ich nehme Lodengrün. Mache mir einen Aufleger in Lodengrün. Und zwar habe ich ja hier eine Grundkarte in den klassischen Maßen. Das heißt, ich mache mir hier einen Aufleger in 10 x 14,3 cm. Und der kommt dann auf meine Karte. So. Dann muss ich mir das hier ein bisschen kleiner zuschneiden. Das heißt, ich habe ja jetzt hier 14,3, mache das nochmal 5 mm kleiner. Das bedeutet, nein, ich habe ja hier 10 cm. Das bedeutet, ich mache meine Karte hier auf 9,5 cm. Kürze ich mir die einfach ein bisschen ein, dass die hier auch auf meinen Aufleger drauf passt. So. Und jetzt klebe ich mir meine Karte erstmal hier drauf. Mein Tombow ist gleich leer. Heute passt wieder alles. So. Und jetzt macht ihr Folgendes. Wenn ihr mit dieser Schleifenbindetechnik nicht zurechtkommt, die ich euch gezeigt habe. Ihr macht euch hier vorne erstmal ein Schleifenband hin. Quatsch, hintenrum. Ihr macht das Schleifenband hinten drauf, in die Mitte. Also ihr messt ungefähr, wie weit soll denn das hier sein? Meine Schleife möchte ich ja hier links neben meinem Etikett haben. So, das Etikett kommt hier hin, also muss meine Schleife ungefähr hier hin. Das bedeutet, ihr macht euch erstmal hier hinten ein doppelseitiges Klebeband drauf. Ungefähr mittig auf eure Karte. Und jetzt führt ihr euch das Schleifenband
Ihr braucht dafür natürlich ein bisschen mehr Schleifenband vielleicht, weil sonst könntet ihr das hier hinten einfach freilassen und bräuchtet keins. Aber in dem Fall, wenn ihr die Schleife so macht, wie ich sie jetzt mache, braucht ihr es. So, und jetzt kommt mein Schleifenband hier nach vorne. Das heißt, ich brauche jetzt hier auch noch ein Stückchen doppelseitiges Klebeband. Einmal hier ein Stückchen. Und dann nochmal hier ein Stückchen. Das muss aber gar nicht komplett bis ganz durchgehen. Ihr könnt es aber auch komplett durchkleben. Und dann zieht ihr euch die Trägerfolie ab. Dann klappt ihr hier das Schleifenband rum. Mein Schleifenband ist immer noch auf der Rolle. Und jetzt macht ihr einfach hier einen Knoten. Einen Doppelknoten. Jetzt könntet ihr ein klassisches Schleifchen binden, wie immer. Aber was ich euch zeigen möchte, was ganz genauso geht, wenn ihr das einfach so lasst und das jetzt hier einfach einschrägt, und so habt ihr auch eine angedeutete Schleife. Das ist dann für diejenigen, die es ganz schnell haben wollen und die mit dem Schleifenbinden nicht ganz so zurechtkommen, die können das so machen. Und das sieht auch schön aus. Also das muss ich noch ein bisschen kürzen. Das heißt, ihr macht euch jetzt hier wieder Dimensionals hinten drauf auf euer Etikett. Und dann habt ihr auch eine schöne kleine Schleife auf eurem Projekt. So. Dann könnt ihr natürlich euren Aufleger hier auf die Karte aufkleben. Eieiei, mein Tombo. Bitte halte noch jetzt für das Video durch. Das muss doch jetzt noch möglich sein. Okay, reicht. Ja. Aufkleben. Ich drücke mir das immer gerne dann nochmal von hinten fest. So, und jetzt kann man das Ganze hier noch schön einfach mit ein paar Steinchen verzieren. Wir haben ja hier so schöne Glitzersteinchen. Die Schmucksteine in In-Color-Farben kann man jetzt hier noch ein bisschen zur Verzierung aufsetzen, wenn man das möchte. Und hat dann hier eine wunderschöne Karte. Dasselbe könnt ihr auch hier drüben machen. Das mache ich mal hier mit Papaya. Und zack, haben wir hier eine schöne Karte. Und ihr habt ein schönes Schleifenband. So, ihr Lieben. Und ich denke, oder ich hoffe mal, dass das für euch hilfreich war, dieses Video. Wie gesagt, auch das ist eine Möglichkeit, eine ganz schnelle, einfache Schleife zu machen. Auch das sieht süß aus. Die erste Möglichkeit ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber die macht natürlich am meisten her. Kommt immer drauf an, ne? Wenn ihr das jetzt hier auf so einem Projekt möchtet. Und wenn ihr das ja nachmachen wollt, ihr könnt ja das Video jederzeit anhalten und das langsam Stück für Stück probieren. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, der Wunsch war wirklich groß. Ich habe also in letzter Zeit wirklich häufig diesen Hilferuf bekommen. Bitte, bitte zeig doch mal in einem Video ganz einfach, wie du diese Schleifen machst. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Basteltipp-Video von Kreativstempel. Oder bis zum nächsten kreativen Video. Bleibt gesund, ein schönes Wochenende. Tschüss, eure Birgit.